Heute mal mit Haare zu, heute mal keine Mütze. Oh, ich bin sehr penibel, was das angeht. Da muss alles sitzen, da darf kein Haar irgendwie irgendwo rausgucken. Deswegen könnte das noch einen Moment dauern, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Turn. Okay. So, zack und zack und zack. Oh, hoffentlich hält das Gummi. Alright, legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Es hat etwas über eine Woche gedauert. Aber mir geht es immerhin schon wieder ein bisschen besser. Das Wetter ist wieder schlecht, es war wieder gut zwischendurch, aber heute ist auch wieder ein regnerischer Tag. Lassen wir es dabei. Ich habe Unterstützung von Paulchen Panther und ich möchte euch wieder mitnehmen auf einen Shooting-Tag. Und zwar war das diesmal ein ehrenamtlicher Shooting-Tag, beziehungsweise habe ich das für mehrere Leute zusammen gemacht. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gehört, es gibt ja diese Bewegung, die sich aktuell Freie Ostsee nennt. Es geht darum, zu verhindern, dass die Ostsee zu einem Nationalpark wird, was ich jetzt in erster Linie für viele Naturbegeisterte erstmal an, wieso sind die ganzen Leute irgendwie gegen den Nationalpark? Das Problem an der Geschichte ist, dass wahrscheinlich die Ostsee nicht unbedingt dadurch gewinnt. Und vor allem verlieren die Leute, die von der Ostsee und von dem, was die Ostsee bietet, nämlich den Wassersport, profitieren bzw. davon ihren Lebensunterhalt und ihre Existenz von abhängig machen oder abhängig gemacht haben, natürlich alle auf die Nase fallen, wenn da kein Wassersport mehr aufgrund eines Nationalparks nicht mehr möglich ist. Und dadurch gibt es diese Bewegung. Ich soll jetzt nicht irgendwie ein politisches Video werden oder sonst irgendwie was. Natürlich fände ich es grandios, wenn ihr euch einmal mit dem Thema auseinandersetzt. Also schaut euch mal an, was das soll, dieser Nationalpark, und ob das wirklich gut für die Ostsee ist oder nicht, darf jeder von sich, der hier zuschaut, natürlich selbst entscheiden. Ich möchte auch meinen Senf da gar nicht zugeben. Ich will euch mitnehmen und genau das machen wir jetzt und genau so starten wir jetzt rein. Legen wir los. Okay, die Demonstration. Im Grunde geht es um eine Demonstration. Was angesagt war, war ein Freitagabend, 18 Uhr, für sämtliche Wassersportbegeisterte. Heißt SUPler, Wingfoiler, Windsurfer, Kiter, Schwimmer, Wellenreiter. Jeder, der irgendwie was mit Wassersport zu tun hat, konnte vom Campingplatz Strohkamp aus in so eine bestimmte Zone paddeln, schwimmen, Wing, Kiten, was auch immer. Zusätzlich dazu wurden natürlich auch noch Boote und Segler angeregt, auch dorthin zu kommen. Heißt also, es war ein riesiges Treffen von sämtlichen Wassersportbegeisterten, die im Grunde gegen diesen Nationalpark demonstriert haben. Und ich fand es unglaublich beeindruckend, weil zum einen war erstmal nicht so viel Wind, dass da jetzt hätten unglaublich viele Leute kiten, Windsurfen oder sonst was können. Dementsprechend war das im Grunde etwas weniger. Was mich aber absolut gecatcht hat und was mich unglaublich beeindruckt hat, waren die Teilnahme der Segler. Es waren unglaublich viele Segelboote da. Ich würde mal so einen groben Daumen schätzen zwischen 80 bis 120, wenn nicht sogar noch ein paar mehr Boote. Und alle diese Leute haben sich im Grunde auf einem Fleck gesammelt, einen kurzen Moment verweilt und sind von diesem Moment aus, mit einem Blashorn losgefahren und wieder zurück in ihre Häfen. Und das war unglaublich beeindruckend mit anzusehen, dass sich so viele Leute dafür einsetzen. Und ich hatte halt die Gelegenheit, das so ein bisschen mit zu fotografieren. Klar, ich komme hier von der Insel Fehmarn und für mich ist es ein Katzensprung, da einmal gerade hinzudüsen. Ich bin mit dem Auto gefahren, ich habe das mit dem Fahrrad nicht gemacht, musste dafür aber etwas rennen. Ich guck mal, ob ich die GoPro-Aufnahme davon habe.
sportliche Erziehung hier, oder? Ja, die Presse muss sich bewegen, du. Und wenn ich mein Gepäck drehe, können wir hier nicht mal mitnehmen, Mensch. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe nämlich an einer Stelle geparkt, wo ich das Szenario auch wieder von Anfang bis Ende fotografieren kann. Heißt also, wo die Boote zum Standort fuhren, sprich der Weg zu dem Treffen, dann das Treffen selbst, das Treffen auf dem Wasser, selbst die Leute, die am Land standen und sich das ganze Spektakel bzw. das auch mit demonstriert haben, am Land zu fotografieren, aus der Luft und dann natürlich von dem Moment an, wo sich diese Massen wieder gelöst haben, wieder der Weg zurück. Und dementsprechend musste ich immer so ein bisschen hin und her laufen und habe dann fotografiert. Fotografiert habe ich natürlich mit meiner Nikon Z6 und am Anfang mit dem 50mm 1.8. Ich habe das oben noch in der Tasche. Ich dachte, ihr kennt es inzwischen. Und das andere Objektiv, was ich dann zu 80% auf der Kamera hatte, ist dieses hier wieder, das 200 bis 500mm 5.6 Nikkor F, bla, schlag mich tot, VR, Teleobjektiv. Entschuldigt. So, das habe ich benutzt und fotografiert. Jetzt habe ich eben gesagt, aus der Luft. Ich bin dann nicht so ein Fan von, das immer an die große Glocke zu hängen, weil der eine oder andere oder weil viele unterschiedliche Meinungen zu Drohnenfotografie haben. Ich finde, es ist immer eine super geile Perspektive. Hat natürlich immer diesen Nachgeschmack, dass man sich um sehr, sehr viele Sachen kümmern kann, bis man dieses Ding überhaupt in die Luft kriegt. Dementsprechend halte ich mich da meistens immer ein bisschen zurück, da überhaupt mit der Drohne zu arbeiten. Dieses Mal war es unentbindlich. Ich musste aufs Wasser, ich musste die Leute und das ganze Spektakel irgendwie begleiten. Und dazu benutze ich diese Drohne hier, so, das ist die DJI Mavic Air. Ich benutze auch noch die alte, also ich habe da nicht irgendwie ein großes Update oder sowas. Ich bin mit der Bildqualität zufrieden, die fliegt wie Sahne. Und ich habe hier so Silent Propeller dran. Ja, hey, die macht trotzdem noch Krach, ist immer noch eine Drohne, also macht da nicht viel aus. Ich habe 3 Akkus, die reichen mir. Ich sende die hoch, mache Fotos, fotografiere und dann ist auch gut. So, ja, ich habe diesen ganzen Tag oder eigentlich nur diese Stunde dort begleitet, bin am Strand und in der Luft und im Wasser geflogen. Und viel mehr gibt es da tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ein paar Bilder habt ihr jetzt gesehen. Jetzt kommt der Rest. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Und wie gesagt, schaut euch gerne diese Bewegung mal an. Freie Ostsee. Ich verlinke euch auch die Homepage oder den Instagram-Kanal von denen unten. Und dann könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder. Liked, teilt, kommentiert, was auch immer. Macht, schreibt mir einen Kommentar. Und dann freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder mit auf einen Shooting-Tag nehmen kann. Bis dahin wünsche ich euch gutes Licht und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Bis bald und tschüss.